Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Rehbach. Wir sind weiter am Ansehen mit der Porsche Ponto und dem Lars Arion 660. Hier weiter den Weizen in den Boden und genau. Eigentlich wollte ich kein Weizen, aber mein Gott, jetzt ist es halt Weizen. Eigentlich wollte ich Hafer, weil Hafer am wenigsten braucht, was jetzt die Wachstumsphasen, also die Länge der Wachstumszeit angeht. So, hier werden wir noch mal lang gehen mit dem John Deere und dann müssen wir gucken, wie das jetzt aktuell aussieht mit dem Feld hier oben, mit dem Grasfeld. Ich habe auch überlegt, ob wir uns vielleicht noch einen ein Feld pachten. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, bin ich aktuell noch unentschlossen, weil ich noch nicht weiß, was ich für ein Feld gerne hätte. Weil die 2 ist recht teuer, die 30 ist teuer, sehr teuer, weil da halt noch das Waldstück dazu ist. Die 29 würde gehen, auch die 53 würde gehen. Man muss halt gucken, ich würde halt ganz gerne eins nehmen, wo jetzt aktuell was Erntereifes drauf ist. Also kommen dafür nur die 7, die 24, 13, 27, 21 und die da oben in Frage. Auf dem haben wir Mais, brauche ich nicht. Dann haben wir auf den 3 hier jeweils Sorghumhirse. Auf der 7 haben wir Sojabohnen. Und da kommen natürlich auch immer die Preise drauf an. 265 haben wir hier. 265. Hier zahlen wir 271. 179 für das 67 und dann haben wir hier noch 133, da ist auch Sorghumhirse drauf. Und wir können ja mal gucken nach der 51, 53, 49. Also 49 würde kosten 18.000, die 51 18.000 und die 53 14.000. Ja, die 53, ja, gut. Die 13 und die 47, gucken wir mal noch. 47 kostet 28.000 und 13 kostet 26.000. Ja, das ist ein bisschen teuer. Das ist ein bisschen sehr teuer, aber man muss ja auch sagen, die Felder sind natürlich auch groß. Ich würde ja persönlich, würde ich ja die 7 oder die 21 nehmen. Und der Rest ist halt zu teuer. Ich weiß nicht, können wir noch Kredit aufnehmen? Naja. Wir haben schon 100.000 Kredit. Den würde ich halt tatsächlich erstmal abbauen, den Kredit. Bevor ich jetzt hier irgendwas neu aufnehme. Wir können ja gucken, ob wir irgendwie Aufträge machen können. Weil bevor wir uns jetzt so die Felder kaufen, können wir auch einfach das Ganze selber ernten. So. Das ist die 2, die 17. Okay. Dann machen wir den Vertrag. Warte mal, wir können ja mal gucken, was die Details sagen. Ja. Also den Vertrag akzeptieren wir mal. 2. 21, 22, 23. Sind die beieinander? 21, 23. Ja gut, die 22 nicht. Also die 21 und die 23 sehe ich ein. Aber die 22 kann ich ja nicht machen. Hä? Ja, das hier. Das kann ich nicht machen. Und das nehmen wir an. Das nehmen wir an. Die Sorghumhirse könnten wir auch annehmen auf Feld 23. Die 24, dann machen wir noch die 27. Und die, ja, dann machen wir noch die 24. Ah ne, gut. Müsste ja das eine hier unten sein. Ah ne, die 2. Die 24 wollte ich noch, stimmt. 23, 21, 27. 1, 2, 3, 4. Hä? 4? Achso, und die 17, okay. Gut. Dann werden wir mal schauen, dass wir zu der 2 hier gleich rüberfahren mit dem Drescher. Und den dann gleich mal da drauf ansetzen. Dann kann er nämlich damit schon anfangen. Und genau. So. Dann hat er nämlich wieder was zu tun. Dann müssen wir dem nur noch ein paar Anhänger hinstellen und dann
läuft das. Ey, die Halle sieht so leer aus, unfassbar. Sobald hier der Grubber und die Sämaschine fehlen, ist einfach die Halle so leer. Gut, der Düngersteuer fehlt auch. So. Gut, abhängen. Dann einmal sauber machen. Sowohl Traktor als auch Grubber. Einfach mal hier die Felgen ein bisschen sauber machen. Ein bisschen Pflege muss ja auch sein. So, sehr schön. Ja, hier ist hartnäckiger Dreck drauf, muss ich sagen. Das ist hartnäckiger Dreck. Aber der ist weg. So. Gut, dann den Grubber noch. So. Blitze blank machen. So, der sieht aus wie neu. Und dann natürlich die Walze hier noch nehmen. Habe ich auch das letzte Mal vergessen. Aber ist jetzt ja nicht so schlimm. Können wir ja nachmachen. So. Reifen. Gut. Sehr schön. Da steckt noch ein Ballen drin. Habe ich auch vergessen rauszumachen. Unfassbar. Kann man sehen. Habe ich hier wirklich vergessen, die Ballen auszuladen. Anfängerfehler. Aber das passiert mir eigentlich sonst nicht. Dass ich vergesse, die Ballen rauszumachen. Ist schon eine Seltenheit. Aber na gut. Passiert den Besten. Oh, der macht das fleißig hier. Sehr schön. Gut, dann den brauche ich ja. Den hier. Den setzen wir wieder in Gang, den Kollegen. Genug gestanden. Er hat genug gestanden. Kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt müssen wir aber gucken, ob wir noch die Grasfelder hier kalken, also die Wiesen hier kalken müssen oder sowas. Und düngen. Das müssen wir auf jeden Fall noch kontrollieren. Weil wenn die jetzt eine Wachstumsstufe kriegen, dann ist es nicht mehr möglich. Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir eine Problemkiste. So. Schon in der Zeit. So, einmal das anhängen. Dann können wir einmal so und so machen. Müssen jetzt die ganzen Schichten dran sein. Ja. Dann muss ich noch eine Sache kontrollieren, und zwar Arbeitskamera anschalten. Jetzt bin ich gespannt. Wenn sich das Spiel nicht aufhängt, das wäre jetzt ein bisschen doof. Oh Mann. Also, Fazit, es geht, man sieht's. Aber man merkt auch, dass es ordentlich ruckelt. Also. Ja, weiß ich jetzt nicht. Kamera in der Nähe des Clips. Mal rein. Sehr performance-lastig ist, weil er das natürlich auf der Kamera nochmal neu rendern muss. Aber so vom Ding her ist es nicht schlecht. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Deswegen. Also vor allem, wenn man gucken will, dass man innen fährt, also so, der Innenansicht, und dann eben gerade an der Kante vorbeifahren möchte, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ohne Frage. Aber ansonsten macht es eigentlich wenig Sinn.
so kann man es echt gut kontrollieren, dass man gerade fährt, ohne jetzt ständig nach da links rausgucken zu müssen. So vom Ding her macht schon Sinn. Finde ich schon nicht schlecht. Außer halt der Aspekt eben mit der mit dem, dass die eben so performance-lastig ist, das ist immer ein bisschen doof. Und wie kann ich denn die ausmachen eigentlich? Das ist eine gute Frage. Wie ich die ausmache. Oh wow, jetzt habe ich irgendwas angemacht, jetzt weiß ich nicht, wie es ausgeht. Das läuft ja auch schon wieder. Turn on off, Umschalt, links C. Gut. Hätte man das damit auch getan. Sehr schön. Dann erster Bewegung, gib ihm und los. Dann stellen wir ihm die Anhänger bereit. Stellen wir ihm die Anhänger dahin und dann hätten wir das auch. So. So. Hoch, raus, ups. Mensch, das passt ja perfekt. Türe zu, hier runter und gib ihm. Und der kommt nicht aus dem Knick oder was? Ach, ich hab die Schläuche vergessen. Passiert am besten. Ich hab die Schläuche vergessen. Das ist ja nicht so schlimm. War ich noch ganz gut. Ach, da ist er so einfach. Geht doch das Tier schon auf die Eier. Oder hier sogar eine Einfahrt. Gehen wir sogar eben hier. So. Dann machen wir dem hinteren auch noch auf. Kann er hier das Zeug reinmachen, was er hat. Und gut ist. So. Dann schauen wir mal, was wir jetzt noch machen können. Achso, genau. Ich wollte die Wiesen gucken, ob die Kalk oder so brauchen. Was wahrscheinlich so sein wird, dass die Kalk brauchen. Weil ich kenne doch meine Wiesen. So. Benötigen Kalk. Ah, die anderen benötigen keinen Kalk. Doch. Die müsste mal gepflügt werden. Ja, toll. Super. Läuft. Wie soll ich denn das wieder realisieren? Wie soll ich denn jetzt wieder realisieren, dass ich hier... Oh Mann. Jetzt haben wir hier drei so eine Big Bags stehen. Jetzt muss ich mir Kalk holen. Das ist natürlich die Frage, haben wir noch Kalk im Lager oder haben wir keinen Kalk mehr im Lager? Gute Frage. Oh, eigentlich bräuchte ich auch noch so eine stationäre Kalkproduktion, aber Kalk zu produzieren ist halt auch... Brauchst ja Steine und sowas. Wo soll ich die Steine hernehmen? Natürlich nicht. Das läuft ja hier schon wieder heraus rein. Kann ich mir Kalk kaufen? Aus dem Global Market? Habe ich überhaupt irgendwas mit Kalk? Hier steht gar nicht mehr Kalk, oder? Käse, Mist. Stroh, Mist, Strohgülle. Nö. Kalk. Reidinger, Gere, Kalk. Kaufen. Achso, warte mal, wir müssen das mal auswählen. Da. Und dann. So. 3600 Euro. Kaufen. Sehr schön. Jetzt weiß ich zwar nicht, wo es gelandet ist, aber wir gucken einfach mal nach. So, einfach gucken wir hier rein, da ist nichts gelandet. Sehr schön, dann können wir noch in das andere gucken, aber wir fahren erstmal bei den Hühnern gucken, weil dann fahren wir einmal im Kreis, bevor ich dann nochmal umdrehen muss. Wir haben hier auch schon ordentlich Eier produziert, sehe ich gerade. Haben die auch noch genug Futter?
Auch kein Kalb. Das läuft ja. Das läuft ja gerade schon wieder richtig. Welches habe ich das jetzt hier schon reingeschmissen? Eigentlich bräuchte ich überall so eine digitale Tafel. So, was steht hier drauf? Ist hier Kalk drin? Ja, läuft. Läuft ja. Was steht denn da drauf? Oh, Sorghumhirse, Sojabohnen. Raps, Käse, Kalk. Aha. Aber, hä? Ich denke, es ist nicht in dem Ding. Hä? 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 Wieso? Das musst du mir jetzt mal erklären, wie das schon wieder funktioniert. Wie kann denn da Kalk drin sein und dann sagt er mir, da ist kein Kalk drin? Da stehen Kalk. Da, Kalk. 10.000 Liter. Oh Mann, ey. Ja, toll. 2x4 Silo, Digga. Oh Mann. Und nun? Na gut, in der Zeit, wo ich mal hier eben den Fehler suche, hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.